Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Forza Horizon 4. Ja, wie schon angedroht, ich hatte Bock auf Corvette. Und deswegen habe ich mal die Z06 gekauft. Aus Weg. Corvette. Ach. Wie man sieht, in der... Ja, welche Le Mans-Lackierung waren das? Also ich weiß, dass die alten, was waren das, die alten C5, C6, diese, die US-Flagge vorne hatten, vorne an der Seite. Ob die neuen das hatten, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Arschloch! Ja, und wir müssen immer noch Straßenrennen fahren. Haben wir auch einen Rundkurs? Einen schicken Rundkurs? Irgendwas Schickes? Ja, den da oben nehmen wir mal. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, lässt sich auch relativ angenehm fahren, muss ich sagen. Setup ist wieder runtergeladen. 400 Metern rechts abbiegen. Und ist, rechts abbiegen. Boah, das Setup ist für Klasse S1. Und ich würde sagen, so ein bisschen auf... Nam, nam, nam. Ja, nehme ich ruhig mit. Boah. Und ist so ein bisschen auf Grip getrimmt. Und mit der Corvette durch den Dreck. Einmal hier hoch. Okay, da nicht hoch. Da. Komm schon, Corvette. Ja, ich würde sagen, genug Kraft hat das Ding. Bist jetzt hier um die 500... Entschuldigung, so um die 530 kW haben. Route wird neu berechnet. Und wir fahren mal ein bisschen über den Acker. 200 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Nein, wir möchten einen Rundkurs starten. Ja. Ja, nehmen wir einfach das hier mal. Wie gesagt, wieder ein paar Runden mehr. 15 Runden, ja. Trocknen bitte. Oh, kann man auch die Jahreszeit ändern. Cool. Im Trocknen, im Sommer. Ja, 518 kW bei 943 Newtonmeter ist schon ein bisschen pervers, aber das ist halt, eine Corvette. Ich meine, die Amis haben ja eh viel Drehmoment.
die Corvette hat halt nur ein bisschen mehr. Das ist ein Cadillac. Ich habe gerade irgendwie voll Bock auf Cadillac. Ja, das ist ja immer so die Krux bei Forza. Bei 400 Autos. Welches Auto nimmt man da? Schön groß beschleunigen und der Cadillac hat da keine Chance. Arsch gerade ein bisschen ausgehebelt. Ja. Ein bisschen ausgehebelt. Ich muss sagen, momentan ein doch einigermaßen sauberes Rennen. Ist jetzt nirgendwo angeschlagen. Ich muss auch sagen, das Team fährt sich wirklich, wirklich gut. Ist jetzt nun ein Setup, was nicht von meinem Stammtuner ist, weil ich ja auch den V8 behalten wollte. Beziehungsweise die Motor und der Kombination das Ding drin hat. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal einen anderen Tuner genommen. Aber fährt sich trotzdem wirklich gut. Thank you.
Fall muss es passieren. Ja, war doch ein ganz ordentliches Rennen. Wenig Schaden gemacht. Und was kriegen wir? Na, 30.000. Oh, geht auch. 80.000. Und ich hoffe, es reicht für ein Level. Nein, reicht's nicht. Ach, scheiße. Aber ein Wildspin und wir kriegen Auto. 5000, toll. So, und das Straßenrennen nehmen wir auch noch mit. Bei nächster Gelegenheit wenden. Jemand hat gerade angerufen und gesagt, dass in einer Scheune in der Nähe ein zurückgelassenes Auto steht. Wo denn? Dann hat er einfach aufgelegt. Komisch, oder? Kommt sowas auf dem Horizon öfter vor? In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Ein eleganter Plastikbomber. Schweinchen Porsche. Ich hab grad voll Bock auf Schweinchen Porsche. Problem ist schlicht und ergreifend, ich glaube, ich habe momentan nur 2 Millionen. Und ich brauche unbedingt das Goliath-Rennen. Thank you.
Jo. War ja hoch. Ganz ordentlich. Ganz okay. Ah, leider zu wenig Geld und zu wenig Einfluss. Naja, 2 Millionen. 2 Millionen kann man nicht viel erreichen in Forza. Bei den Fahrzeugpreisen, das ist. Was kriegt man dafür? Ein Ferrari? Ein Lambo vielleicht? Dann war's das auch schon. Ich würde sagen, die Scheune suchen wir auch noch. In 400 Metern links abbiegen. Rotz, rotz, rotz. Links abbiegen. Weg! Oh, eine Tafel. Metern links abbiegen. Bist du etwas Kari? Links abbiegen. Mann, den Ascari würde ich auch gerne mal testen. Stimmt, den Ascari. Ich glaube, Ascari bin ich das letzte Mal in Test Drive Unlimited gefahren. Seitdem habe ich das Ding nie wieder gesehen in einem Spiel. In 400 Metern scharf links abbiegen. So, wir biegen nicht ab. Erstmal auf die Karte gucken, wo das Ding stehen könnte. Ja, irgendwo hier, da oder da. So, und ich würde sagen, wir holen mal die Drohne raus. Ich gehe davon aus, dass der unten im Feld nicht steht. Ah. Scheune, wo bist du? Von den Esses. Das ist ein Stein. Wo ist die Scheune?
kann mir nicht vorstellen, dass diese offensichtlich hier unten steht. Doch, tut sie. Na toll. In 200 Metern scharf links abbiegen. Hast du es gefunden? Hm. Es steht also wirklich da. Ja, oh, okay, ich bin gleich da. Das ist ein Jaguar XJ, glaube ich. Was ist das da vorne? Entweder der Typ ist in einen Heuballen gefahren oder hat da drin Hühner gehalten. Schaffen wir ihn hier raus. Ich bringe ihn in den Fuhrpark. Mach das, bring ihn in den Fuhrpark. So, nein. Park. Mal sehen, ob ich ihn wieder hinbekomme. So. Tja, das sind momentan so die ganzen Autos, die bis jetzt gefunden wurden und noch nicht abgeholt sind. Was steht denn jetzt noch aus? Noch 4 Autos stehen aus. Ja. Viel Spaß, aber sei vorsichtig, okay? Ja. Der letzte Besitzer hat wohl in einer Kurve etwas übertrieben. Das ganze Hinterrad samt Aufhängung war weggerissen. Ich war so nett und hab alles wieder repariert. Tja, erinnert so ein bisschen an Colin McRae. Gut, ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.